Ole ole und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal Dampfole. Ja, was geht ab, Leute? Ich bin back von der Messe. Messe in Bremen. Also es war dieses Jahr nicht ganz so viel los wie letztes Jahr. Aber sie war trotzdem gut. Ich habe ein paar schöne neue Sachen für euch mitgenommen. Und wir fangen jetzt mal nach und nach an, dass ich die euch alle vorstelle. Und zwar, heute fangen wir mal an mit den zwei neuen Dampfleaders-Aromen. Also einmal hier das Kokos-Tarz hier und einmal das Black and White. Ja, die zwei sind neu von Dampfleaders, jetzt aus der Dampfleaders-Aroma-Linie. Die stelle ich euch heute vor. Ich sage euch, nach was die schmecken, wie die mir schmecken natürlich. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich. Ja Leute, wie gesagt, heute geht es um die zwei neuen Dampfleaders-Aromen. Ich habe sie hier beide schön angemischt, schon ein bisschen stehen lassen. Einmal hier das Kokos-Tarz hier und einmal das Black and White. Ich würde sagen, wir fangen hier einfach mal mit dem Black and White an. Erinnert so ein bisschen an diese kleinen schwarzen, also richtig dunklen Kekse. Mit dieser Füllung ist hier eine weiße Schokolade noch mit dabei. Und daran sollen die erinnern. Kommen wie immer hier so in der 120 ml Chubby Flasche mit 18 ml Aroma. Könnt ihr euch dann einfach mit Base auffüllen. So, wir fangen mal wieder an mit dem Leg-Test. Ich probiere jetzt erstmal hier das Black and White auf meiner Hand. Wow. Okay. Ist schon ziemlich mächtig. Also man schmeckt hier richtig krass diesen dunklen Keks. Weiße Schokolade, sehr dezent. Aber wir haben hier einen mächtigen, süßen, dunklen Keks. Sehr lecker jetzt erstmal hier auf der Hand. Und ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach direkt auch mal hier in dem Baron. Hier frisch gewickelt auf der Paranormal. Hier mache ich mir das jetzt mal drauf, also ganz frische Watte. Bei geschmeidigen 60 Watt jetzt hier erstmal. Dampfen wir das mal. Ich bin mal gespannt, echt, ob dieser dunkle Keks da genauso rüberkommt. Lecker. Also es ist gedampft echt geil. Wir kommen hier wirklich dem schwarzen Cookie sozusagen sehr, sehr nahe. Die weiße Schokolade ist jetzt auch so ein bisschen dominanter beim Dampfen, als ich sie noch irgendwie hier eben gerade geleckt habe. Also ihr könnt es euch echt so vorstellen, als beißt ihr in diesen dunklen Cookie rein, habt ihr noch so eine schöne weiße Schokoladenfüllung drin. Und die weiße Schokolade ist nicht eklig. Also es gab Liquids, in denen die weiße Schokolade nicht so doll geschmeckt hat. Ich weiß an dieser Stelle. Aber da ist es echt jetzt sehr, sehr gut drin. Schmeckt. Ja, dann würde ich sagen, wir kommen auch gleich mal hier zum nächsten. Hier zu dem Kokos-Tarz hier. Da war ich ja auch sehr gespannt. Ich liebe ja auch Kokos. Also wer es vielleicht noch nicht mitbekommen hat an dieser Stelle. Ich sage es jetzt einfach mal so. Ich habe ja auch am Wochenende ein neues Aroma vorgestellt, mein erstes eigenes Aroma, ja, hier, und zwar das Blue Ole. Das ist von mir. Wenn ihr Bock habt, kann ich auch gerne mal dazu ein Infovideo machen, dass ich euch sage, wie das schmeckt oder so, können wir gerne mal machen. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ich darüber ein Infovideo machen soll, dann mache ich das gerne. Normal sagt man über das eigene Aroma, macht man ja kein Video, aber ich würde euch einfach mal sagen, wie das schmeckt, nach was das schmeckt und so weiter, das würde ich euch dann einfach in dem Video erklären. Ja, aber weiter geht's mit dem Kokos-Tarz. Das ist hier eine bekannte, ja, wie soll ich sagen, eine bekannte Milch. Mit Kokos und Pistazie. So soll das hier schmecken. Ich probiere das jetzt wie immer erstmal hier auf der Hand. Und wenn man das schon leckt, dann ist es schon sehr, sehr geil. Also die beiden Aromen sind natürlich sehr süß. Aber hier kommt beides super raus. Also es schmeckt wirklich jetzt schon geleckt, wie wenn man diese Milch trinkt. Das kann ich euch versprechen. 1:1. Die Pistazie natürlich im Vordergrund, diese süße Pistazie, und dann kommt die so mit der Milch schön cremig hinten raus. Also es ist echt sehr, sehr gelungen, finde ich bisher. Ich stampfe das jetzt natürlich auch gleich nochmal hier drin. So, dann machen wir mal einen guten Schuss rein. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das hier abgeht auf 70 Watt. Also, schmecken tut das hier mega geil. Also, wenn ich jetzt einen Favoriten von der ganzen Dampfleaders-Serie bestimmen müsste, dann ist es auf jeden Fall hier das Kokos-Tarz. Ich liebe Kokos, deswegen auch auf jeden Fall hier Kokos sehr geil geworden. Pistazie liebe ich auch. Die Mischung aus beiden ist super. Die Milch dazu, die trinke ich auch sehr gerne. Und genauso schmeckt es. Ja? Also, wir haben hier eine schöne,
süße Pistazienmilch und die auch beim Dampfen 1:1 so rüberkommt, wie es jetzt hier auch geleckt geschmeckt hat. Ja, was soll ich euch dazu jetzt noch sagen? Die zwei Aromen sind neu, sind jetzt auch schon verfügbar. Mein Favorit ist definitiv das Kokostarzie, müsst ihr unbedingt mal probieren. Wenn ihr die beiden neuen natürlich schon probiert habt, weil die gibt es jetzt ja auch schon ungefähr eine Woche, kurz vor der Messe sind die auch schon rausgekommen, dann schreibt es mir bitte unten in die Kommentare, wie ihr die findet. Oder natürlich, was euer Favorit von den beiden ist. Ja, ansonsten war es das zu dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch natürlich gefallen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich natürlich über ein Abo auf meinem Kanal freuen. Natürlich auch ein Like auf dieses Video. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Kevin, Dampfolle, haut rein, ciao.